Unsere kleine Piper haben wir repariert, nämlich unten drunter kann man die Servos einstellen. Ich habe jetzt wirklich nur die Wahl, quasi das Ganze mechanisch zu verändern. So, ich schaue nochmal rein. Das heißt, ich muss mehr ziehen. Das heißt, wir machen es wirklich eine Rastung nach hinten. Da sollte das dann gerade sein. So muss es dann sein. Das Ganze locker, damit ich jetzt nicht an den Gasknüppel drankommen. Seht ihr das? So, jetzt müssen wir gucken, dass das ganze Ding jetzt hier gerade ist. Das muss jetzt rüber. Und ich sag mal, das muss jetzt so sein hier. Und dann kann man das so draufstecken. Das passt wirklich so drauf dann. Die Rastung. Wir schauen jetzt mal. Jetzt ist es. Und die Maschine hat ja mal laufend nach unten gezogen. Das heißt, es stand immer leicht so übertrieben. Ja, jetzt fängt die an zu lampetieren. Alles runtergestellt hier auf normal Switch. Und machen wir hier den. Stecken wir die Maschine an. Ich muss das Stecker schnell rausfriemeln. So, hier reingesteckt. Jetzt geht's. Okay, ja, wie gesagt, hier alles runtergeschalten. Jetzt schauen wir mal, ob es fliegt. Ja, es sieht besser aus. Sehr schön. Jetzt fliegt es richtig gut hier. Sehr gut. Wolke steigt. Durch diese Sonne, das ist auch nicht so toll, voll das Gegenlicht. Kann jetzt ganz entspannt Gas rausnehmen. Fliegt es richtig schön hier. So, Aktionstaste. Macht nix. Da passiert jetzt gar nichts. So, fliege ich weit weg, habe ich echt schon ein Problem hier, die Fluglage zu erkennen. Und ich bin dankbar für die Stabilisierung hier. Man kann wirklich den Knüppel jetzt loslassen hier und ganz vorsichtig Gas geben hier. Fliegt jetzt schön gerade hier, zieht leicht nach links. Boah, das war jetzt knapp, muss ich aufpassen mit dem Baum hier.
Also wirklich, das war wirklich das Problem. Wir haben es gelöst. Und ich kann wirklich loslassen, hier seht ihr. Und alles ist gut. Scheint schön gemütlich hier. Ja, die Taste, die macht jetzt gar nichts. Und ich lasse ihn jetzt mal landen hier. Und er ist jetzt runtergeklatscht. Ich versuche jetzt mal in Stufe 2 zu fliegen. Ganz vorsichtig hier. Ganz vorsichtig hier. Ganz vorsichtig gebe ich hier Seitenruder. Das Problem ist nämlich immer, das haben wir auch gut hingekriegt. Wo so piepst, habe ich keine Ahnung. Okay. Und jetzt komplett alles stabilisiert, entstabilisiert. Gucken wir da klarkommen hier damit. So ein bisschen mit mehr Gas. Ist hier die liebe Sonne, die mir jetzt hier scheint. Ja, geht auch gut möglich zu fliegen hier. So, muss ein bisschen das Höhenruder nachtrimmen, sehe ich gerade. Shit. Wie gesagt, jetzt ein Steuerfehler von mir. Ich bin leider so abgestürzt. Und ich muss das Ganze doch beenden. Und ich habe was verzogen, keine Ahnung. Muss mal schauen hier, das Dingens. Schalten wir sofort aus hier. Ist doch ein bisschen gestaucht. Und der Motor hat es doch ein bisschen rausgerissen hier. Das heißt, müssen wir kleben zu Hause hier. Und dann, aber wie gesagt, das war das Problem gewesen. Jetzt flog es richtig schön hier. Ja, war absolut begeistert von dem Teil hier. Und wie gesagt, zu Hause haben wir das Ganze wieder richtig einkleben hier. Ob wir auch nochmal was machen, das hat es ein bisschen verzogen hier. Ja, und zu Hause alles wieder schön repariert. Hier den Motor wieder reingeklebt, alles. Dank der mitgelieferten Tube hier, alles wieder wunderbar. Reparieren können. Ja, oben war dann die Halterung rausgerutscht, abgerissen. Das ist eine Klemme, die klemmt dann so von da drin, die war gebrochen, wieder angeklebt. Alles wieder gut hier, ohne Schaden soweit, alles überstanden, der Flieger.